So, hallo, wir machen weiter. Bei Super Compact World. Wir sind in dem Stompy Fortress Dings gelandet und haben eine Stelle, wahrscheinlich kurz vorm Ende, man weiß es nicht so genau, die recht fies ist, weil man wirklich sehr wenig Zeit hat zum Reagieren und ja, ein Fehler sozusagen den Tod bedeutet. Und sowas ist immer... Na, das ist immer ein bisschen kritisch. Aber wir müssen da durch. Das heißt, es kann durchaus sein, dass dieser Part jetzt hauptsächlich aus diesem Level besteht, weil wir halt den ganzen Anfang immer wieder neu spielen müssen. Aber dann ist es eben so. Wir kriegen das auch irgendwie geregelt. Oh, es gibt Schlimmeres. So. Schauen wir einfach mal. Oh, jetzt kriege ich den Anfang nicht mehr hin. Das ist auch interessant. Schauen wir einfach mal. Ich wüsste auch nicht, wie ich die Stelle anders spielen kann hinten am Schluss. Also das ist... ich weiß nicht, ob es der Schluss ist. Aber ich wüsste nicht, wie ich die Stelle anders spielen kann. Und das ist das Ding. Kann ich hier eigentlich... Ich möchte ein bisschen schneller halt durch das Level kommen, um an die Stelle zu kommen. Das ist noch das nächste Problem. Ich möchte gerne abkürzen. Aber ich kann nicht abkürzen. Weil jeder Versuch abzukürzen... Hier könnte ich zum Beispiel... Das sind halt alles... Jetzt habe ich die ganze Zeit so Ideen, dass ich irgendwas schneller spielen kann. Aber auch das funktioniert leider nicht wirklich, wie ich mir das vorstelle. Ja, so Speedrun-Tactics, die müssten jetzt her, dass wir zumindest recht schnell immer wieder da nach hinten kommen. Ja, okay, ich komme hier direkt einmal hoch. Und dann, ja, okay, dann komme ich mit einem Cycle eher rüber. Und dann könnte ich sogar, oha, die waren jetzt gar nicht oben. Die waren jetzt gerade oben. Das könnte ich, könnte das dann also hier auch so durchziehen. Ja, okay, das geht ein bisschen flotter. Hier müssen wir warten, aber eigentlich müssen wir auch nicht so lange warten. So... So. So. Aber wenn ich halt zu schnell spiele, habe ich natürlich das Problem, dass ich dann erst recht... Oh, das war gerade oben. Ich habe gar nicht gesehen, dass das oben ist. Irgendwelche unnötigen Fehler mache. Was doof wäre. Weil dann ist natürlich der... Der Hintergedanke... Oh, wait, kann ich... kommt der Obertrick. Ne, kann ich nicht. Okay. Aber das hier ging also... Ah, jetzt... Wenn ich einfach... Ich kann nicht mehr normal spielen. Was ist denn los? Ich kann gerade nicht mehr normal spielen wie vorhin. Wieso? Wieso kann ich jetzt nicht mehr das spielen, was ich vorhin spielen konnte? Das verstehe ich. Das verstehe ich dann immer nicht. Vorhin konnte ich das ja spielen. So, und jetzt kann ich es nicht mehr spielen. Why? Wieso ist von einem Part auf den nächsten plötzlich alles anders? Das ergibt einfach keinen Sinn. So, und jetzt kann ich hier nämlich tatsächlich das einmal ablaufen lassen. Ja, okay, dann will ich aber hier warten. Also so oder so, da muss ich einen Cycle mindestens warten. Die Spitze war noch da oben. Ha. Ich glaube, ich wäre einfach... Ich sollte einfach so spielen wie... Guck mal, das meine ich. Da könnte ich jetzt gerade schon wieder... irgendwas schlagen. Und das regt mich dann auf. Wenn ich Fehler mache, die komplett... da waren vorher. Und dann spielen wir halt lieber wieder auf vorsichtig, aber dann bin ich wieder ungeduldig. Ich glaube, das ist das Problem. Ich will jetzt halt nach hinten kommen, bin ungeduldig und dadurch mache ich aber erst recht Fehler. Und das ist schon ein Problem. Ungeduld ist leider eins meiner größten Probleme. Obwohl ich eigentlich ein geduldiger Mensch bin. Würde ich sagen. Aber ihr seht's ja, ne? Ihr seht's ja. Mach immer den gleichen Quatsch. Jetzt muss ich hier wieder den Moment erwischen. Das ist schon eine kritische Stelle.
weil man wirklich ganz wenig Zeit hat. Aber das geht klar. Das würde auch funktionieren. Also das würde wirklich, ich hätte wirklich die Zeit, hier einmal durchzurennen. Das ist eigentlich ganz gut. So, jetzt kommen wir auf jeden Fall zu der Fehlerstelle schon mal wieder hin. Das ist schon mal gut, weil hier kann jetzt eigentlich nichts mehr schief. Gehen. War ich gerade ein bisschen kritisch. So, und jetzt ist halt das Problem hier. Wann? Ich muss es abzählen. Ich glaube, ich muss es mal versuchen abzuzählen. Und zwar ab dem Moment, wo es stampft. Eins, zwei. Es kommt direkt wieder hoch. Zack, zack. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei. Ich kann es nicht. Wie, in welchem Rhythmus passiert das? Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei. Nee, es haut nicht hin. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ich krieg's nicht. Es ist halt in dem Moment, wo die hochziehen. Und dann muss ich aber ja gleichzeitig. Ah, scheiße. Nein, jetzt ist. Dann muss ich aber ja gleichzeitig, während das eine oben ist, dadurch. Ach, es ist so kritisch, die Stelle. Die Stelle ist so kritisch. Das ist wirklich die Problemstelle des Levels. Wir kennen den Rest noch nicht, das kommt noch dazu. Aber das ist auf jeden Fall eine große Problemstelle. Weil es echt enorm knapp ist. Ihr seht es ja selber, es ist halt echt enorm knapp. Ich weiß nicht, wie ich das ordentlich managen soll. Ich weiß es nicht. Ich bin ein bisschen ratlos. Bin wirklich ein bisschen ratlos, was diese Stelle angeht. Ha. Oh, das ist so knapp. Das fühlt sich so knapp einfach an. Aber das funktioniert, ne? Da komme ich also durch. Da kann ich einmal durchrennen. Das geht in Ordnung. Jetzt kommen wir auf jeden Fall wieder zur Feder, wenn ich nicht wieder Quatsch mache wie vorhin. Nein, es war zu bald. Nein, es passt. Oh, Boss. Und der Boss war bisher immer nur ein ganz normaler Boss. Also hier sollte ich jetzt eigentlich keinen Quatsch machen. Vor allem, wenn er immer wieder in der Mitte auftaucht. Go, der Welt. Okay. Die Stelle da hinten, die ist echt, die war aufregend. Die war sehr, sehr aufregend und wir haben es hinter uns. Oh, sehr schön. Sehr schön, wir haben es hinter uns. So. Absolute Zero. Das klingt nach einem Eislevel. Oha. Ich verstehe. Ah, das wird ja lustig. So. Hui! Oh, oho! Ich darf da gar nicht runterrutschen. Huch! Da verliere ich den Boden. Unter den Füßen.
klappt ja nicht gut. Ich wollte ja einfach runterrutschen. Und dann zieht sie mich einfach komplett weg. Okay, hier schon eher. Oh. Okay, das wird interessant. Das wird interessant. Das wird interessant. Da ist jetzt viel Sprung für Six Skill gefragt. Und es rutscht auch noch dabei. Ja, und da muss ich... Das ist so steil. Da kann man gar nicht runter... Also da kann man überhaupt nicht vernünftig runterlaufen. Aber die Musik ist schön. Die Musik ist sehr entspannend. Anders als der Rest des Levels. Oh Gott. Okay. So, wir triggern den erstmal an und dann lassen wir uns einfach hier runter segeln. Und dann versuchen wir jetzt hier mal... Das reicht nicht. Ich muss die... Oh, wie muss ich die denn erwischen? Ja. So nicht. So nicht. So. Okay. So hätte es... Oh, das hätte funktioniert. Ja, und das noch ein bisschen eher. Okay. Huiuiui. Das ist ordentlich hier. Bin gespannt, was hier noch alles an Sprüngen kommt, die man machen muss. Da bin ich jetzt wirklich sehr neugierig. Ich konnte nicht springen. Das ist so kritisch, diese rutscht. Es ist rutschig und steil. Ich glaube, in der Kombination ist das absolut tödlich. Ich kann nämlich teilweise. Ja, okay, jetzt konnte ich zum Glück springen. Nice. Okay, der kann mal sich hier verschwinden. Nein, du sollst weg. Dankeschön. So. Ich würde die jetzt gerne erstmal antriggern. Dass ich dann die nicht mehr... Okay. Hier haben wir aber zum Glück jetzt den glücklichen Moment, dass wir eine Fläche haben. Auf der ich in Ruhe stehen kann. Aber wir kamen weiter. Das ist doch schon mal was. So. Das passt jetzt auch. Sehr schön. So, den erledige ich mal, dass er nicht wieder neu spawnen kann. Mir hier irgendwas verhagelt. Und dann können wir von hier aus eigentlich hier einfach rüber. Okay, das war dumm. Aber ich dachte, ich kombiniere es mal, wenn ich hier schon getroffen werde. So. Gut. Erst den Pilz. Nicht, dass ich noch vorher sterbe, aber gut, dann machen wir halt erst den... Oh mein Gott! Da kommt schon der erste Ball an. So. Nein! Ah! Ich hab mich eigentlich auf den Ball gesehen, aber irgendwie hat das Spiel mich nicht auf den Ball gesehen. Ist okay, Spiel. Ich nehme das so hin. Okay. Uff. Aber wir kommen jetzt immer schon wieder hier hin. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal sehr gut. Und tschüss. So. Triggern wir die beiden an. Und dann kann ich hier einfach einmal in Ruhe hin. Und dann kann ich auch in Ruhe einmal da hoch. Jetzt einfach... Nein. Ich glaube, ich lasse mich einfach gar nicht... Ich versuche den gar nicht zu treffen. Ich glaube, das ist der Fehler, weil er kann mir eh nicht hinterher. Da kommt dann eine Plattform, der kann mir eh nichts mehr, nachdem er da einmal getroffen wurde. Dann kann ich ihn da auch einfach in Ruhe rumliegen lassen. Dann interessiert er mich. Oh Gott! Ja, ich hab's. Das habe ich gespürt, dass das nichts wird. Okay. So. Aber zum Glück sind die nicht random und es ist sehr vorhersehbar, wie die funktionieren. Das ist auch schon mal gut. Blups. Na, da ist kein RNG dabei. Es ist wirklich... Man weiß, was man tun muss und wenn man es verhaut, ist es die eigene Schuld. So.
Ich glaube, wir sind einmal durch das Lied durch. Waren wir schon einmal durch das Lied durch? Ist es gerade so still geworden? Wow. Wenn ja, habe ich es noch nicht mitbekommen, dass wir einmal durch das Lied durch waren. Aber jetzt habe ich es mitbekommen. Also kann ja nicht so lang sein, oder? Kann ich mir nicht vorstellen. Wir waren bestimmt schon einmal durch und ich habe es noch nicht gespürt. Okay, das Problem ist halt, ich muss... Können wir einmal auf... Nein, ich wollte dazwischen landen. Boah, das sind schon wieder Momente. Eieiei. So. Okay. Geh weg. Gut. Gut. Ich würde gerne mal den Pilz behalten, aber ich werde den... Ich weiß nicht, wie ich das hinkriege, hier den Pilz zu behalten. Ich glaube, den kann ich da nicht. Also, ich können schon, aber ich halt nicht. Ich glaube, so ein Ding ist das. Ich konnte nicht springen. Ich muss in die andere Richtung und dann kann ich davon abspringen, vernünftig. Ja. Der war zu erwarten. Wenn schon am Anfang nicht funktioniert, dann ist das leider zu erwarten. Dass auch der Rest nicht funktioniert. So. Hops. Da muss ich direkt hoch, dann funktioniert das auch. Genauso. Dann bin ich im Rhythmus. Dann ist der Rest hier auch in Ordnung. Tschüss. Dann kommt er hier wieder runter. Und jetzt wollen wir da wieder vernünftig hoch. Nein, wieso verfehle ich den denn? Dusch! Ah, es kann natürlich sein, dass ich irgendwann mal beim Vorspulen das Lied praktisch, als es gerade aus war, rübergespult, also durchgespult habe. Also, ihr wisst, was ich sagen will. Weil so lang kann das Lied ja gar nicht sein. Okay. Was auch immer das gerade für ein Sound von mir war. Ich weiß es nicht. Nein! Hat sich der Pilz einfach verabschiedet. Jupp. So. Tschüss. Anträgern weg. Hilf! Das hat nicht funktioniert. So. Entschuldigung. Ei. Da habe ich mich verschluckt. Kein Corona. So. Ja, mach mal keine Witze drüber, ne? Alles klar. Man muss SMW einfach lieben. Ah, schön. So. Ups. Ach komm schon. Wir waren jetzt ein einziges Mal an dieser Stelle mit den kleinen Plattformen. Das Level wird da noch lange nicht zu Ende sein, also ich muss da jetzt ein bisschen besser werden. Sonst wird das hier kein konsistentes Spiel. Dauert das immer länger, wenn ich hier am Anfang auch noch mal ewig brauche.
Weil ich habe jetzt ja immer noch, ich sterbe immer noch am Anfang die ganze Zeit. So, wir kommen ja gar nicht dahin, wo ich schon mal war. Und das ist ja das Ärgerliche. Ich sterbe ja meistens hier bei dem zweiten Typen. Ach, das ist das Problem. Ich komme nicht vernünftig zu dem Typen hoch. Wenn ich da brauche ich einen Weg. Wenn ich den Weg habe, dann ist erstmal okay. Wenn ich den Weg da hoch habe, zu dem... Och, Mann! Wenn ich den Weg da hoch zu dem Typen habe, dann ist okay. Aber das ist das, was... Das habe ich noch nicht. Das ist kritisch. Ja, jetzt war der Rhythmus raus. Na, ich komme mal... Oh! Ah, mach nicht Fehler jetzt, Kollege. Mach nicht Fehler, die dich wütend machen. Mach das einfach nicht. Das ist viel, viel besser für deine Gesundheit. So. Okay. Zack, zack. Anträgern, weg. Hin. Warten. Ruhig bleiben. So viel zum Sprungphysik-Skill übrigens, ne? Nicht vorhanden. Gah, Hilfe! Okay, tschüss. Oh, okay. Okay, okay, alles klar. Wie kann ich den denn jedes Mal verfehlen? Wie kann ich den denn jedes Mal verfehlen? Kann ich den denn jedes Mal verfehlen? Das ist so, so blöd kann man doch nicht. Irgendwann muss man es doch... Oh! Nein! Irgendwann muss man es doch begreifen. Oh, jetzt komme ich da natürlich hoch ohne... Toll. Ja, und jetzt... Jetzt kam ich da hoch, ohne getroffen zu werden. Das heißt, mit dem Pilz hätte ich jetzt behalten. Toll. Den Pilz, den wir übrigens nur bekommen, sehe ich jetzt erst, weil wir die Box haben. Die ist da nicht immer. Wenn man den gelben Schalter nicht drückt, ist die da nicht. Also er ist wirklich ein Level-Design, welches Switches, die man drückt, belohnt. Und das ist cool. Deswegen will man die dann auch... Ich musste gerade Frust auslassen, indem ich einfach den Knopf gedrückt gehalten habe. Ich schätze, wir schaffen das Level in dem Part noch nicht. Dafür haben wir das andere Level geschafft. Ah, es wäre trotzdem angenehmer, den Part mal zu beenden, ohne zu wissen, wenn ich die nächste Aufnahme starte, habe ich ein Level vor mir, in dem ich mich angestellt habe. Dass ich noch spielen muss. Das wäre angenehmer. Einfach mal ohne Cliffhanger den Part zu beenden. Aber wir hatten in letzter Zeit leider recht viele Cliffhanger. Okay, gut. Gut, gut, gut. So, jetzt kommt die Plattform. Jetzt springe ich. Und, okay. So, ruhig bleiben. Ich kann mich treffen lassen. Das wäre nicht das Problem. Das Problem wäre, runterzufallen. Okay, okay. Ganz still, ganz still, ganz still, ganz still. Ich kann nicht still auf dem Ding. Ich kann auf dem Ding nicht still. Ich muss rumhüpfen. Und jetzt muss ich da hoch. Oh Gott, ich bin oben gelandet. Wie viel kommt jetzt noch? Nein, geh weg. Okay, okay, okay. Der Kollege da ist nicht das Problem. Der Kollege auch nicht. Der, der runterkommt, ist das Problem. Dann kommt da wieder eine Plattform. Okay. Plattform abwarten. Plattform ist da. Oh, Plattform ist zu knapp. Da muss ich wirklich richtig knapp abspringen. Und dann kommt aber richtig bald das Ziel dahin, glaube ich. Oh, ich bin jetzt trotzdem gerade zu
aufgewühlt. Wir machen das beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.